Hallo zusammen und willkommen auf dem Kanal. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um perfekte, makellose Waffen in Zelda Tears of the Kingdom. Ich werde euch ganz genau erklären, wie ihr solche Waffen finden könnt. Das Ganze sogar sehr schnell und für alle, die bis zum Ende dranbleiben, es wird sich lohnen, denn ich werde euch ein Tool zeigen, mit dem ihr wirklich alle Waffen im perfekten Zustand sehr schnell finden könnt. Also bleibt auf jeden Fall dran und viel Spaß. Wir sind jetzt erstmal im Untergrund und hier gibt es die Geister, die habt ihr wahrscheinlich schon tausendmal gesehen und die haben für uns die perfekten makellosen Waffen. Die stehen meistens hier auf diesen Plattformen. Da bekommen wir diese Waffen. Ganz wichtig, wir müssen die Waffe, die wir suchen, in der Overworld kaputt gemacht haben. Okay, das ist ganz wichtig, ganz egal welche Waffe das ist, einsammeln und kaputt machen und dann taucht die im Untergrund auf. Und ihr seht jetzt da vorne auf der Plattform ist noch kein Geist drauf. Und das ist auch wichtig, ich erkläre euch auch später warum. Erstmal hier der Hinweis, wo findet ihr denn überhaupt diese Geister? Das ist ganz einfach. Öffnet die Karte und ihr seht jetzt hier einen kleinen Kreis in einem großen Kreis. Das sind diese Plattformen, da befinden sich immer die Geister. Das heißt, markiert euch die jetzt überall, wenn ihr wollt. Und so könnt ihr die ganz, ganz leicht finden. Das habe ich hier oben auch zum Beispiel schon gemacht. Wirklich sehr, sehr locker zu finden. Jetzt noch ein weiterer Hinweis, wenn ihr zum Beispiel Gerudo-Waffen sucht, dann solltet ihr natürlich auch unten unter der Gerudo-Stadt nach dieser Waffe suchen. Das dürfte klar sein, also hier in diesem ganzen Umkreis. Wenn ihr Orni-Waffen sucht, auch logisch, dann solltet ihr unter dem Dorf der Orni suchen. Mit den Sora-Waffen hier auf der rechten Seite genau das gleiche unter dem Dorf der Soras. Oder natürlich Goronia-Waffen unter dem Dorf von Goronia. Eine Ausnahme bildet da das Schloss Hyrule, denn da gibt es ja die Gardewaffen. Die finden wir auch schon hier in der Nähe des Schlosses. Aber die finden wir auch im kompletten Umkreis, im Untergrund. Denn auf dem Schloss Hyrule finden wir eigentlich die ganzen Gardewaffen. Das zeige ich euch auch gleich nochmal. Die finden wir aber hier, wie gesagt, fast überall verstreut. Wir sind jetzt erstmal hier unten im Untergrund. Und hier erkläre ich euch ein bisschen was. Ihr seht, da vorne ist noch kein Geist. Und das ist auch gut so. Wir speichern jetzt erst einmal ab, bevor der Geist überhaupt auftaucht. Und dann rennen wir einmal hin. Der spawnt jetzt da, den sehen wir jetzt. Und jetzt hat er irgendeine Waffe in der Hand. Die schauen wir uns einmal ganz kurz an. Wir sehen jetzt hier, er hat eine Soldatenlanze. Also hier wird auf jeden Fall immer eine Lanze spawnen. Ganz egal, was wir machen. Aber die Lanze, die kann sich verändern. Wichtig ist zu wissen, das bleibt immer eine Lanze. Das heißt, wir können jetzt hier einmal komplett neu laden. Ich cutte jetzt auch hier überhaupt nichts weg. Und wenn wir jetzt wieder hinlaufen, werden wir sehen, er hat wieder eine Lanze in der Hand und wieder eine Soldatenlanze. Das heißt, die hat sich nicht verändert. Wenn das bei euch mehrmals auftaucht oder mehrmals passiert, er hat immer die gleiche Lanze, dann nehmt ihm die Lanze aus der Hand, damit der Geist verschwindet. Ihr könnt die Lanze jetzt behalten oder ihr schmeißt die einfach weg. Die brauchen wir jetzt zum Beispiel nicht, also schmeiße ich die weg. Und jetzt brauchen wir einen Blutmond. Ich mache das immer hier bei dem Isim-Schrein. Da habe ich einen kleinen Trick. Ihr könnt ja den Blutmond triggern, je nachdem in welcher Version ihr seid. Ich habe mir hier 20 Bomben gebaut. Die lasse ich jetzt einfach mal hier los, aktiviere die und dann wird hier alles ruckeln und dann kommt der Blutmond. Und jetzt erscheinen alle Geister und alle Gegner nochmal neu, das wisst ihr ja. Und jetzt können wir einfach wieder zurückgehen. Ich cutte auch hier mal gar nichts weg. Jetzt sind wir wieder hier an dieser Stelle. Wir rennen hier zurück. Der Geist wird wieder eine Lanze haben. Aber ihr seht, diesmal hat er eine Reiselanze. Also die Waffe hat sich verändert. Das ist schon mal der erste Tipp. Jetzt können wir Folgendes machen. Wir können auch vor diesem Geist noch einmal speichern und schauen, was hat die Waffe für einen Effekt. Ihr seht jetzt hier Haltbarkeit. Diesen Effekt wollen wir nicht. Also laden wir vor dem Geist einfach nochmal neu und ihr werdet sehen, der Effekt verändert sich. Jetzt haben wir den Effekt Weitwurf. Und so können wir sogar die ganze Zeit den Effekt verändern, bis wir das haben, was wir haben wollen. Zum Beispiel Angriffskraft plus 10, also je nachdem, was ihr sucht. Jetzt könnt ihr noch Folgendes machen. Ihr könnt euch die verschiedenen Waffen markieren. Zum Beispiel ein Schwert für eine Einhandwaffe, ein Stern für einen Speer, ein Diamanten für eine Zweihandwaffe und so ein Viereck für 3-4 Geister an einer Stelle. Weil es sind meistens 3 Geister an einer Stelle. So habt ihr euch die ganzen Sachen schon mal markiert und wisst ganz genau, was für Waffen es dort gibt. Noch ein weiterer richtig cooler Tipp, wenn ihr das Hateno-Institut schon habt, dann geht mal hin hier zu diesem kleinen Kasten und kauft euch einfach alle Waffen. Denn da sind auch die makellose Waffen mit dabei, die sind immer mit so 2 kleinen Sternen versehen. Und da könnt ihr jetzt theoretisch, wenn ihr den Sensor schon habt, den Sensor aktivieren und nach einer ganz bestimmten Waffe suchen. Also auch nochmal ein cooler Tipp.
Hier an dieser Stelle, vielen Dank für euer Abo, Leute. Danke für eure Unterstützung erstmal. Und jetzt kommen wir zu dem mega geilen Tool, das ich euch versprochen habe. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr seht hier diese Karte. Ihr könnt ihr mit der Maus klein und groß machen. Auf der rechten Seite könnt ihr euch eure Oberfläche auswählen. Wir sind im Untergrund, also wählen wir Untergrund aus. Und links könnt ihr jetzt die Lupe aktivieren. Und jetzt könnt ihr nach jeder x-beliebigen Waffe suchen. Ihr müsst die Waffe in Englisch eintippen. Wenn ihr da nicht genau Bescheid wisst, wie die Waffen alle heißen, schreibt mir das unten in die Kommentare. Ich helfe euch da weiter. Ihr seht jetzt hier eine Garde Zweihänderwaffe und jetzt seht ihr alle Geister, wo wir die Waffe finden. Diesen Punkt hier zeige ich euch später noch. Da werden wir auf jeden Fall eine Garde Zweihänderwaffe einsammeln im makellosen Zustand. Oder ihr sucht zum Beispiel den Schatzsäbel, könnt ihr auch mal eintippen. Und ihr seht jetzt hier, natürlich finden wir diesen Säbel unter der Gerudo-Stadt. Das habe ich euch ja am Anfang erklärt. Und dieses Tool ist wirklich mega, mega geil. Damit findet ihr alle Waffen sehr, sehr schnell. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt können wir das zum Beispiel so machen, wir holen uns im Schloss Hyrule einfach alle Gardewaffen. Die Garde-Zweihänderwaffe, hier gibt es das Garde-Schwert und hier gibt es auch noch die Garde-Hellebarde. Jetzt machen wir die alle kaputt, die Waffen. Das ist immer wichtig, die müssen einmal kaputt gemacht werden und dann können wir die im Untergrund suchen. Entweder hier mit so einem Gleiter hier rumfliegen und suchen oder ihr markiert euch einfach die Stelle, die ihr auf der Karte in diesem kleinen Tool gefunden habt. Ihr seht jetzt hier die Stelle, da soll es angeblich eine Garde-Zweihänderwaffe geben. Und jetzt nicht direkt hinrennen, sondern natürlich erst einmal vorher abspeichern. Dann rennt ihr hin und schaut erstmal, was ist das denn für eine Waffe. Und ihr seht jetzt hier, das ist eine Soldaten-Zweihänderwaffe. Die wollen wir natürlich nicht. Also laden wir einmal nochmal neu. Wir gucken nochmal nach. Wir rennen nochmal ein Stück hin. Ihr seht, mein Sensor schlägt nicht aus, denn ich habe in meinem Sensor eigentlich die Garde-Zweihänderwaffe angegeben. Dann weiß ich schon gleich, okay, das kann keine Garde-Zweihänderwaffe sein. Ich lade nochmal neu. Und jetzt seht ihr, mein Sensor schlägt aus. Das ist jetzt die Waffe, die wir wollen. Noch nicht aufheben, einmal abspeichern, denn wir müssen erstmal gucken, was hat die Waffe für einen Effekt. Dann heben wir die auf. Ihr seht, Weitwurf, habe ich keine Lust drauf. Also lade ich nochmal neu und warte jetzt so lange, mache das so lange, bis ich die Waffe habe, die ich haben möchte. Ihr seht jetzt hier, Angriffskraft plus 7 will ich auch nicht. Ich will Angriffskraft plus 10. Und jetzt habe ich die Waffe, die ich haben wollte. Mega geil. Ihr könnt natürlich auch eine schwächere Waffe aufheben und das gleiche bei den Octoroks machen. Aber ich finde das hier wesentlich besser. Das geht auch wesentlich schneller. Und jetzt habt ihr die Waffe, die ihr wollt. Könnt abspeichern und könnt das so mit allen Waffen machen im kompletten Untergrund. Also der absolute Hammer. Mega schnell und total easy. Und das war es auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, dass ich euch weiterhelfen konnte. Und ich hoffe, dass ihr jetzt jede Waffe sehr, sehr schnell im perfekten, makellosen Zustand finden könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst jetzt auf jeden Fall noch ein Like da und ein Abo. Und aktiviert auch gerne die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, macht's gut und ciao.